Referent der heutigen International Insights, das ist Matthias Merz und er ist Geschäftsführer der AWA Außenwirtschaftsakademie. Er wird Sie heute auf den neuesten Stand in Sachen Exportkontrolle und Russland bringen. Ihre Fragen können Sie gerne uns alle im Anschluss schicken. Bei 15 Minuten, das ist das Format, reicht das leider nicht, Sie hier online zu besprechen, aber hinterher haben Sie in jedem Fall die Gelegenheit, uns etwas zukommen zu lassen. Und nachhören können Sie das Webinar auch nochmal. Wir werden das auf YouTube, auf unseren IHK-YouTube-Kanal stellen und auch so, dass natürlich Ihre Namen nicht zu sehen sind. Also das heißt, datenschutzmäßig sind wir da auf der sicheren Seite. Ja, 15 Minuten sind knapp, also keine weitere Vorrede. Matthias Merz, wir freuen uns, dass Sie heute hier sind und Sie haben auch das Wort. Dankeschön. Schreiblich, herzlichen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen der Import-Export-Szene. Ich freue mich, dass ich eingeladen wurde von der IHK Aachen heute in 15 Minuten ein Update zu geben, ein paar grundsätzliche Themen zur Exportkontrolle zu schildern und sie tatsächlich auf den aktuellen Stand zu bringen, den wir haben seit dem sogenannten 13. Sanktionspaket. So, Sie haben sicherlich vernommen, dass wir seit gut 10 Jahren, nicht erst seit 2 Jahren seit dem Angriffskrieg, ein Embargo haben gegenüber der Russischen Föderation. Und dieses Embargo strahlt in 4 Richtungen aus. Wir haben natürlich erstmal den länderbezogenen Ansatz. Und achten Sie bitte darauf, dieses Embargo ist etwas spezieller als beispielsweise das Iran-Embargo. Die Maßnahmen, die wir in der Embargo-Verordnung haben, beziehen sich grundsätzlich auf Güter zur Verwendung in Russland oder Transaktionen nach Russland. Neu seit dem 12. Sanktionspaket sind auch die Durchfuhrverbote, das heißt auch Lieferungen, die beispielsweise per Schiene durch die Russische Föderation gehen nach China, können vom Embargo betroffen sein. Dazu komme ich aber später nochmal. Das heißt, wir schauen uns das Land an, wir schauen uns auszugsweise Güterlisten an, wir gehen kurz auf die Sanktionslisten, also auf die personenbezogenen Beschränkungen ein und dann werde ich noch ein paar Anmerkungen zu den Verwendungen machen. Zunächst mal die Frage, wenn Sie sich im Unternehmen oder im Konzern fragen, wer ist denn vom Embargo betroffen, dann sind das natürlich wir als Unternehmen, die hier im Gebiet der Europäischen Union ansässig sind. Aber auch wir als Bürger sind vom Embargo betroffen, und zwar nicht nur dann, wenn wir uns in der EU aufhalten, sondern auch, wenn wir im Ausland sind. Und das ist dann für Sie wichtig, wenn Sie beispielsweise Transaktionen haben, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Ausland reisen, zum Beispiel an einen Standort in Asien und an diesem Standort in Asien beispielsweise Handlungen vornehmen, die uns hier vom Embargo untersagt werden. Dann gilt das Embargo für die Person auch im Drittland, beispielsweise in China. Wenn Sie also dort Standorte haben, achten Sie darauf, Ihre Expatriates, Ihre Dienstreisemitarbeiter zu sensibilisieren, dass dort keine Handlungen vorgenommen werden, die nach dem chinesischen Recht in Ordnung sind, aber uns vom Embargo her verboten sind. Das betrifft auch Anweisungsfälle, beispielsweise wenn Sie sagen, Sie können Aufträge aus der EU heraus nicht mehr bedienen, wir verlagern den Auftrag an einen Drittlandsstandort, der kein Embargo hat. Das sind Anweisungsfälle, die unter dem Begriff Umgehung beispielsweise fallen könnten oder eben auch den direkten Bezug zum Embargo haben, dass Sie also dadurch etwas machen, was eine Lieferung, muss ja keine Ausfuhr sein, Lieferung, Sie steuern die Lieferung aus China nach Russland, dann hätten Sie auch hier, wenn es verbotene Gegenstände sind, einen Verstoß. Deswegen also zunächst immer mal prüfen, bin ich im Anwendungsbereich, und der Klassiker ist natürlich der Standort hier in Deutschland, dann sind Sie natürlich drin. Wo drin? Sie sind nicht nur in einer Verordnung, sondern wir haben mindestens 4 Verordnungen, die im Zusammenhang mit dem Embargo gegenüber der Russischen Föderation gelten. Das eine und der Hauptpunkt ist die 833 aus 2014, damals als die Krim annektiert wurde, war die erste Stoßrichtung in Bezug auf Dual-Use-Güter, Rüstungsgüter natürlich, das Waffenembargo und die erdölexplorierende Industrie, die betroffen war. Und jetzt haben wir das 13. Sanktionspaket mit mittlerweile 40 Anhängen zu der Verordnung. Keine andere Embargo-Verordnung der EU ist so komplex wie das Russland-Embargo. Und daneben gelten halt in Bezug auf die Ukraine Sanktionslisten. Und wir haben die um links, wie Sie sehen, die restriktiven Maßnahmen in Bezug auf die Gebiete, die derzeit eben nicht unter reiner ukrainischer Autonomie stehen, sondern eben Cherson, Donetsk, Luhansk und Saporischia, wo wir die Sanktionen haben gegenüber Territorien in der Ukraine, aber eben mit den Beschränkungen, die in der Verordnung stehen. Also Einfuhr-, Ausfuhrverbote beispielsweise, genauso wie in der Krim-Verordnung.
13 Sanktionspakete haben uns begleitet seit Februar 2022. Hier sehen Sie den Überblick und ich werde im Schwerpunkt gleich auf das 12. und das 13. Sanktionspaket eingehen, weil wir dort Güterlisten haben, die beispielsweise zur Stärkung der industriellen Kapazitäten Russlands dienen, also allgemeine Produkte, die üblicherweise sonst nicht vom Embargo erfasst sind. Und da haben wir eine ganze Reihe von Verboten. Wer muss das im Unternehmen beachten? Natürlich der Ausführer. Allerdings im Ausfuhrunternehmen, man denkt immer zunächst beim Embargo an exportseitige Beschränkungen. Achten Sie darauf, das Russland-Embargo enthält viele Einfuhrbeschränkungen. Sie kennen das vielleicht, ich werde nachher darauf eingehen, die Bescheinigungen, die nachweisen bei der Einfuhr von Waren aus Eisen und Stahl. Da ist der Einkauf gefordert, ne, rechtzeitig vom Lieferanten entsprechende Informationen einzuholen, dass die Bescheinigung vorliegt zum Zeitpunkt der Einfuhr, weil sie hier eine Verpflichtung haben, die Einfuhrnachweise oder diese Bescheinigung vorzuweisen, dass die Waren keinen Ursprung haben in Russland oder nicht aus Russland kommen. Ansonsten steht der Einfuhr ein Verbot entgegen. Und das ist jetzt nichts, was der Export in den Händen hält, sondern da ist der Einkauf oder die Beschaffung halt gefragt. Das Ganze zieht sich durchs ganze Unternehmen durch. Denken Sie an das Thema Technologietransfer, den After-Sales-Bereich, die Ersatzteilverkehre. Hier muss die Exportkontrolle einen Blick drauf haben. Und deswegen empfiehlt es sich als allgemeine Organisation, das ist aber nichts Spezielles aus dem Russland-Embargo, die Exportkontrolle abteilungsübergreifend mit Stopp- und Weisungsrechten auszustatten, damit die Embargo-Regelungen, die bidirektional laufen können, also einfuhrseitig, ausfuhrseitig, Durchfuhr, rechtzeitig erkannt, geprüft und freigegeben oder eben gestoppt werden können. In den Kästchen unter den jeweiligen Abteilungen sehen Sie die Anknüpfungspunkte an das Embargo und ich denke, durch ein Monitoring, das heißt durch eine Überwachung der jeweiligen Prozesse, ist die Exportkontrolle hier in allen Bereichen im Unternehmen als Querschnittsfunktion gefragt. Wo bekomme ich aktuelle Informationen? Ich würde Ihnen empfehlen, die EU Sanctions Map zu konsultieren. Ich habe das hier gestern gemacht. Der letzte Eintrag war vom 5.3. Das heißt, Sie sehen also auch immer, wann die letzten EU-Verordnungen zu den Ländern, wo wir Embargos haben, angepasst wurden. Die Länder mit dem Embargo finden Sie hier auch mit dem Mouse-Over beispielsweise, die hier so hellblau, türkis unterlegt sind. Wenn man dann in den ECT Online beispielsweise geht, dort finde ich in der Rubrik Texte AWR UN-Embargos, das gesamte Russland-Embargo. Sie sehen hier 40 Anhänge. Und im Hypertext-Format kann ich mir dann die entsprechenden Listen durchschauen, kann mir da Auszüge rausziehen und dann muss ich nicht auf dem Amtsblatt der EU mir irgendwelche Änderungsverordnungen alle nebeneinander legen, sondern hier habe ich immer den sogenannten konsolidierten Text, allerdings rechtsunverbindlich, aber man kann sehr gut damit arbeiten. Ich sagte bereits, dass das Embargo facettenreich ist und wir nicht nur Ausfuhrverbote haben, sondern auch Einfuhrverbote. Und das Wichtigste, worauf ich Sie noch mit hinweisen möchte, ist, dass wir schon Verkaufsverbote haben. Das heißt, bereits der Abschluss von Verträgen, Angebot und Annahme für Verkauf beispielsweise von Gütern, die vom Embargo erfasst und damit verboten sind, ist untersagt. Da geht es nicht darum, dass eine Ware bewegt wird, sondern dass schon der Verkaufsvertrag ein Verbot enthält. Das gibt es einfuhrseitig, also der Kaufvertrag oder verkaufseitig. Deswegen also auch da die Information an Vertrieb und Einkauf und Beschaffung frühzeitig bei einer Russland-Relevanz die Exportkontrolle einzuschalten. Bei den Sanktionslistenprüfungen, die vorangeschaltet werden müssen, wenn Sie prüfen, ob Ihre Transaktionspartner gelistet sind, haben wir als Ergebnis, wenn Sie einen Listentreffer haben, dass die Güter, die transaktionsbetroffen sind, eingefroren werden müssen oder die Gelder eingefroren werden müssen und dass Sie, wenn Sie vorzeitig erkennen, jemand ist gelistet, dass Sie dieser Person, dieser Organisation und Einrichtung keine Güter oder keine Gelder bereitstellen dürfen. Es gibt weitere Anhänge, zum Beispiel in Bezug auf den Artikel 5aa in der Russland-Verordnung. Dort ist ein Geschäftsverbot administriert für die Güter und für die Unternehmen, die im Anhang 19 im Russland-Embargo stehen. Dort darf ich keine Geschäfte abschließen, keine Geschäfte treiben. Die Sanktionslisten erfassen natürliche Personen, Unternehmen, Organisationen und Einrichtungen mit dem entsprechenden Hinweis der Begründung der Listung. Und hier sehen Sie einige der Oligarchen oder der Politiker, die auf den Sanktionslisten stehen und mit denen dürfen eben keinerlei Geschäfte gemacht haben. Deswegen ist die Sanktionslistenprüfung essentiell für alle Transaktionen. Und wenn eine Listenbetroffenheit gegeben ist, muss die Transaktion gestoppt werden. In einigen Fällen gibt es sogar aus der Verordnung jeweils resultierend Meldepflichten, dass man das beispielsweise ans BAFA melden muss, wenn man mit so einer Person Kontakt hat, damit im Prinzip der Hintergrund aufgeklärt werden kann.
In der Verordnung selber haben wir verschiedene Ansätze in den jeweiligen Artikeln zu Verboten, die sich auf bestimmte Handlungen beziehen. Zum Beispiel im Artikel 2a, da geht es um den Anhang 7. Das sind Dual-Use-ähnliche Güter, die für militärische und strategische Kapazitäten Russlands verboten sind. Verkauf, Ausfuhr, Lieferung, Verbringung verboten. Wenn Sie ein solches Verbot haben, denken Sie bitte daran, dass alle zusammenhängenden Tätigkeiten damit, Wartung, Reparatur, Überholung, Finanzierung etc., auch verboten sind. Ebenfalls im Artikel 3k, der bezieht sich auf den Anhang 23, Güter zur industriellen Stärkung Russland. Da geht es nicht um Dual-Use-Güter, sondern um, sagen wir mal, Standard-Baumarktartikel plus. Ja, auch hier Verbote für Verkauf, Ausfuhr, Lieferung. Ich steuere eine Lieferung aus China nach Russland. Das ist mir hier, wenn ich hier in Deutschland sitze, untersagt. Ist dann keine Ausfuhr, ist auch keine Verbringung. Deswegen also hier eine Ergänzung. Auch die Durchfuhr von bestimmten Gütern, hier im Sinne des Artikels 3k ist das der Absatz 1a. Das sind die neuen Güter im Anhang 37, ist eine Teilmenge aus Anhang 23, sind für die Durchfuhr durch die Russische Föderation verboten. Und wenn Sie den Trans-Eurasia-Express beispielsweise nutzen, um von Europa nach China zu fahren, dann haben Sie hier ein Thema. Dieser Anhang 7, den ich vorhin erwähnte, diese Dual-Use-Plus-Güter, wie ich immer sage, der ist in zwei Teile aufgeteilt. Der erste ist etwas kryptisch kodiert. Da müssen Sie also sich anschauen, was für einen Erfassungstext hier gegeben ist. Das heißt, Sie werden diese Position XBX022 wahrscheinlich nicht im Materialstamm haben. Da geht es tatsächlich um die textliche Erfassung. Der Teil B, der jetzt neu dazu gekommen ist, der basiert wieder auf der kombinierten Nomenklatur. Und wenn Sie einen anständig gepflegten Materialstamm haben, was ja für sich genommen schon eine gewisse Herausforderung ist, dann kann man darauf auf der Erfassung der Nummern und des Textes arbeiten und stellt dann eben fest, dass die Sachen hier gelistet sind. Im 13. Sanktionspaket ist dieser Anhang 7 Teil B ergänzt worden für jemanden, der vielleicht in der Branche tätig ist. Aluminium-Elektrolytkondensatoren sind erfasst worden. Das heißt, auch da mit jedem Sanktionspaket muss die Exportkontrolle sicherstellen, dass sie auf dem Laufenden bleiben. Also Stichwort Monitoring, der Prozess, natürlich auch die Begleitung der Rechtsänderungen muss ich mit im Blick behalten. Gibt es wieder Rückausnahmen? Bestimmte Geschäfte darf ich, weil es etwas überraschend kam, dass bestimmte Güter erfasst wurden, noch durchführen. Schauen Sie sich es gerne im Nachgang jetzt nochmal an. Hier gibt es also Altvertragsregelungen für die Güter aus Anhang 23a. Der läuft am 20.03. ab und Anhang 23b. Diese Verträge darf ich erfüllen, je nach Vertragsstatus, was meine Erfüllungspflicht ist, bis zum 20.06.24. Und danach gilt das Verbot umfassend auch für die Güter, die jetzt neu dazugekommen sind. Der Artikel 3k, ich sagte es vorhin schon, der ist sehr facettenreich, der unterscheidet zwischen verschiedenen Anhängen und administriert dann Verbote. Denken Sie bitte immer daran auch, dass wir dienstleistungsbezogene Verbote haben, also auch Reparaturen, alles rund um installierte, vielleicht sogar damals noch ohne Genehmigung, ohne Verbote gelieferte Hauptsachen. Also Anlagen, die jetzt unter die Verbote fallen, dürfen in Russland mit Ihrer Hilfe nicht mehr repariert werden. Der Bedarf trotzdem ist weiter da in Russland. Und was passiert jetzt zurzeit, das sehen Sie in allen Medien, ist, dass andere Länder eingeschaltet werden, über die diese Waren dann nach Russland beschafft werden. Und das nennt man eine Umgehung oder sogenannte mittelbare Geschäfte. Wann ist das für Sie verboten? Wenn Sie, ich habe es hier fett gedruckt, von der beabsichtigten Endverwendung in Russland Kenntnis haben oder wenn Sie die Kenntnis nicht haben, aber aufgrund der Transaktionsparameter sehr stark annehmen, dass es nach Russland geht. Dann halten Sie das für möglich und wenn Sie trotzdem liefern, nehmen Sie den Verstoß billigend in Kauf. Das nennt man einen sogenannten bedingten Vorsatz und je nach Ausprägung des Geschäftes kann es eine Straftat sein oder eine Ordnungswidrigkeit. Um dem zu entgegnen, verschärfte Due Diligence in Bezug auf bestimmte Länder. Ich habe Ihnen jetzt mal hier vier aufgezählt, Kirgisien, Armenien, Georgien und Kasachstan. Da sehen Sie also die Ausprägungen der Zunahme der Exportgeschäfte aus der EU in diese Länder seit dem Embargo. Und einiges davon diffundiert eben durch nach Russland. Und das sind diese Umgehungsgeschäfte. Seien Sie also dort bitte besonders vorsichtig und treffen Gegenmaßnahmen. Zu denen hat die Europäische Union Sie aufgefordert, bereits am 1.4.22, sechs Wochen nach Inkrafttreten des Embargos, hat eine Empfehlung ausgesprochen, dass die Ein- und Ausfuhrverträge ergänzt werden sollen. Und jetzt hat die EU gesagt, nicht nur eine Empfehlung ist auszusprechen, sondern wir haben in Bezug auf bestimmte Länder, ich habe hier mal welche noch dazu geschrieben, wo man mal überlegen könnte, ob das relevant ist, dass ich also bei solchen Ländern eine No-Re-Export-to-Russia-Klausel vertraglich vereinbaren muss. Das heißt, alle Verträge in Bezug auf die Güter, die hier in diesen vier Anhängen, 11, 20,
25 und 40 stehen, sind ab dem 20.03. mit einer Klausel zu versehen, und zwar, wenn sie in Drittländer liefern, die nicht Russland sind, wonach also der Empfänger bestätigen muss, dass er die Ware nicht nach Russland liefert, und sie sollen dann entsprechende vertragliche Pflichten verankern, Rücktrittsrechte, Schadensersatzrechte. Hier mal, es ist etwas klein, also sieht aus wie beim Augenarzt, so eine Testseite, aber hier sehen Sie den Anhang 40. Diese Güter sind beispielsweise davon umfasst. So, was muss man machen? Die Europäische Union hat durch die Kommission einen Hinweistext empfohlen. Dieser Hinweistext ist in dem Dokument der FAQ Russia, kommt nachher auf der letzten Seite, enthalten. Es ist unverbindlich. Die Kommission gibt nur eine unverbindliche Empfehlung ab. Man kann sich hieraus bedienen und dann eben versuchen, mit dem Vertragspartner im Drittland so eine Klausel zu vereinbaren. Das kann gelingen. Haben Sie es ab dem 20.03. nicht vereinbart, sind Ihre Güter aber in dem Katalog der vier Listen enthalten, wäre das ein Verstoß. Einfuhrseitig haben wir schon seit längerem den Artikel 3G. Der setzt voraus, dass Sie von Ihrem Lieferanten im Drittland, nicht Russland, eine Bestätigung haben, dass die Waren, die Sie einkaufen, und zwar Waren aus Eisen und Stahl, die im Anhang 17 im Russland-Embargo stehen, mit einer Bescheinigung eingeführt werden, wonach diese Waren nicht Ursprung in Russland sind oder nicht aus Russland kommen. Diese Einfuhrbestätigung, da hat der Zoll auch etwas Zugeständnisse gemacht, das kann eine Rechnung sein, das kann eine Lieferantenerklärung sein, das können andere Bestätigungen sein, die muss nicht beim Zoll vorgelegt werden, aber die muss zum Zeitpunkt der Einfuhr im Unternehmen vorliegen. Und das kann später natürlich bei Einfuhrhandelsprüfungen geprüft werden. Noch ein Satz, bevor ich gleich zum Ende komme. Wir haben ja nur die 15 Minuten, 2 Minuten habe ich noch, wenn ich richtig gezählt habe. Wir haben hier die Ersatzteilregelungen. Und Ersatzteile, die nicht vom Russland-Embargo erfasst sind, könnten ja theoretisch geliefert werden. Aber seien Sie vorsichtig, wenn sich diese nicht vom Russland-Embargo erfassten Güter auf eine jetzt zur Zeit, nicht damals als geliefert wurde, vom Russland-Embargo erfasste Anlage beziehen beispielsweise, dann wertet das BAFA dies als eine unzulässige technische Unterstützung. Und dann haben wir ein Verbot aus dem jeweiligen Embargo-Artikel, beispielsweise Artikel 3k, wie ich es vorhin schon gesagt habe, dann dürfen Sie diese Ersatzteile nicht liefern. Also müssen Sie auch immer schauen, was die Endverwendung ist. Nicht nur die Güter klassifiziert, sondern die Endverwendung und natürlich den Empfänger prüfen. Wenn Sie dann dazu kommen, dass Sie Anträge stellen, beispielsweise weil Sie medizinische Produkte liefern, die von den Verboten ausgenommen sind und dann aus dem Verbot in eine Genehmigungspflicht führen, beschreiben Sie so gut es geht die unkritische Endverwendung, die zutreffende unkritische Endverwendung, beispielsweise Belieferung von Krankenhäusern, Nutzen allgemeine End-Use-Zertifikate und Bestätigung des Kunden und sofern notwendig oder möglich, dokumentieren vielleicht auch Einbauhinweise oder Verwendungshinweise über Fotos beispielsweise, damit später bei Außenwirtschaftsprüfungen das eigentliche Verbot der Ware überlagert wird durch eine Genehmigung und eben den Nachweis der unkritischen Endverwendung. Damit komme ich schon zum Ende dieses kleinen Snack-Contents zum Thema Russland. Wo kann man sich informieren? Natürlich bei der IHK Aachen gibt es Kolleginnen und Kollegen, die Ihnen da weiterhelfen. Dann haben wir natürlich die Genehmigungsbehörden und die Ministerien und die Kommission. Und Sie sehen hier das aktuelle Merkblatt des BAFA, ist aktualisiert worden jetzt mit dem letzten Sanktionspaket. Dann das, was ich täglich fast konsumiere, ist die FAQ der Europäischen Kommission. Dieses Dokument hat über 350 Seiten, ist also sehr umfangreich. Es sind unverbindliche Auslegungshinweise für dieses komplexe Thema des Russland-Embargos und auch das Wirtschaftsministerium, wie Sie auf der rechten Seite sehen, hat auf seiner Internetseite FAQs zum Thema Russland. Damit bin ich schon am Ende dieses schnellen Kurzdurchlaufs durch Russland-Embargo. Nehmen Sie das bitte nicht falsch. Also es war jetzt 15 Minuten. Das Russland-Embargo ist tagesfüllend, aber ich wollte Schwerpunkte setzen. Hoffe, das Ziel ist erreicht. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit und gebe zurück nach Aachen. Schöne Grüße aus Münster, Herr Scheibe. Herr Merz, danke schön für den klaren Überblick. Und das Gute an Ihren Folien ist ja, also ich hatte auch gedacht, es ist mitunter eine Optikerprüfung, eine Augenprüfung, aber wir können die alle nochmal, wir haben sie auf dem IHK Aachen YouTube-Kanal, Sie können das alles in Ruhe nochmal auch nachlesen. Und ich denke, was wirklich, Herr Merz, richtig gut gewesen ist, wenn man mit so einem komplexen Thema unterwegs ist, wie Russland und Exportkontrolle, dass man eine Struktur bekommt. Und die haben Sie, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, heute jetzt hier bekommen. Also wir freuen uns auch, dass Sie
dabei waren. Hören Sie noch mal rein im Anschluss und schicken Sie uns Ihre Fragen per E-Mail. Sie bekommen in jedem Fall eine Antwort von uns. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei den International Insights. Dankeschön. Okay, danke, schöne Grüße.